Ja, Frauen sagt man danach, sie sammeln gerne Schuhe, Handtaschen. Er hier, er sammelt Titelgürtel und hat sich in vielen Ligen schon zum Champion gekrönt. Herzlich willkommen, der T800 Stefan Pütz. Herzlich willkommen im MMA Spirit, Tobias. Cool, dass du da bist. Gerne doch. Ja, wir haben es auch nur noch mit Daniel gehabt. 10 Jahre MMA Spirit, das ist eine Zeit, wo tierisch viel passiert ist. Was waren so für dich deine Momente, die ja am meisten hängen geblieben sind? Ja, also ich bin 2012 nach Frankfurt gekommen, das erste Mal, habe Kontakt mit dem MMA Spirit gehabt, habe damals noch in München trainiert und habe eigentlich einen Großteil von dieser Zeit, ich habe nur gute Erinnerungen und ja, also für mich ist eigentlich jedes Ereignis, jeder Sieg, jeder Titelgewinn von mir und meinen Teamkollegen natürlich immer ein großes Ereignis und eine schöne Erinnerung. Glaube ich gerne. Ja, natürlich auch an dich die Frage, wie hat sich denn in deinen Augen der MMA-Sport in Deutschland entwickelt in den letzten 10 Jahren und wo stehen wir, wenn es um den internationalen Markt geht? Es hat einen riesen Fortschritt gemacht in den letzten 3 bis 4 Jahren, vor allem in Deutschland, aber auch, wie sagen wir so mal, im westlichen Europa, dass der Sport mehr Publicity bekommt, mehr Beachtung bekommt, im Fernsehen in Deutschland gezeigt wird. Also GMC hat da hervorragende Arbeit geleistet, den Sport weiter voranzutreiben, und es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, ein Teil davon zu sein und seinen Beitrag dazu beizutragen. Ja, eine Situation, wo wir gesagt haben, wir gehen was an. Ein bisschen müssen wir ja drüber sprechen. Die aktuelle Situation um Covid-19, da waren die letzten 2,5 Monate sicherlich kein Spaß für jeden. Jetzt Unternehmer, Sportler, wie auch immer. Wie hast du denn die Zeit erlebt und wie hast du sie für dich genutzt? Ich habe die letzten 2,5 Monate, in denen dieser Shutdown war, als eine nachdenkliche Zeit empfunden, beziehungsweise eine Zeit, in der man sehr reflektiert und sich oft auch vor Augen führt, was wir eigentlich für Privilegien haben, wie Sachen, die wir für selbstverständlich nehmen, dass sie nicht garantiert sind einfach, ja. Und wie gesagt, ich habe versucht, meinen Trainingsalltag bzw. meine Daily Routine weiter fortzuführen. Hab nicht so viel Kampfsport trainiert, mehr Strength and Conditioning, mehr für mich selbst, mehr draußen in der Natur, beziehungsweise bei mir im Hinterhof habe ich so ein kleines Gym gebaut mit ein paar Tools. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich noch direkt vor diesem Shutdown bei GMC in München kämpfen konnte. Und ja, also wie gesagt, es gibt keinen Stillstand, es geht immer weiter, und man muss immer eine Möglichkeit finden, sozusagen den Trainingsfortschritt weiter aufrechtzuerhalten, und das habe ich gemacht und ich bin bereit, wenn es wieder weitergeht. Du hast es gerade gesagt, du konntest glücklicherweise noch bei GMC 24 in München kämpfen, sozusagen in Anführungszeichen in der Heimat, nennen wir es jetzt mal. Hast Geschichte geschrieben und sich zum ersten Doppel-Champion von GMC gekrönt, neben Halbschwergewicht jetzt auch im Schwergewicht. War das jetzt ein Ausflug in eine andere Gewichtsklasse, zu sagen, ich gehe ein bisschen hoch, oder willst du zweigleisig fahren, oder wie sehen da die Pläne bei dir aus? Ja, also ich habe ja schon vorher kommuniziert, dass ich in beiden Gewichtsklassen antreten möchte, für den Titel kämpfen möchte, wie ich es auch 2015 schon bei M1 gemacht habe, aber diesmal auch im Heavyweight bleiben werde und abwechselnd meine Titel verteidigen werde. Also ich möchte aktiver sein. Ich habe ein natürliches Gewicht von 103 bis 104 Kilo. Das heißt, ich habe keine Probleme, diese 93 Kilo zu machen. Ich kann das auch auf relativ kurzen Zeitraum sozusagen runterbrechen, dieses Gewicht. Aber ich bin auch in einem guten Gewicht, um im Schwergewicht zu competen. Und ja, wie gesagt, mein Vorhaben ist, beide Titel parallel zueinander zu verteilen oder vielleicht sogar an einem Abend mal. 93 Kilo und den Schwergewichtstitel. Gab es ja, glaube ich, auch noch nicht. Gab es auch noch nicht, ne? Es wäre auch eine Option zum Beispiel, aber wie gesagt, ich liebe Herausforderungen und ich freue mich darauf, wenn es wieder losgeht, beide Titel verteidigen zu können, dominant verteidigen zu können und meine Position ausbauen zu können. Du hast gesagt, wenn es wieder losgeht. Stand jetzt hat GMC den 19. September in der Lanxess Arena anvisiert. Gab es da schon Gespräche? Gibt es da schon Events, wo man weiß, man muss mit dir wieder rechnen oder man darf mit dir rechnen?
Also ich bin bereit. Ich brauche nur den Anruf bzw. die Nachricht an meinen Manager und ich bin dabei. Ich kann es kaum erwarten. Mal gucken, wie lange du nach der nächsten Frage immer noch lächelst. Ich nenne dir zum Abschluss 3 Punkte und du musst mir spontan und mit nur einem Wort sagen, die Antwort darauf geben. Du piekst gerne Max Kuga mit der Gabel, weil? Weil er es verdient hat. MMA Spirit? Die Zukunft. Der T-800 Stefan Pütz? Unzerstörbar. Gut, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, was du schon immer vielleicht mal loswerden wolltest, Mama, Papa, wen auch immer grüßen. Du hast jetzt die Möglichkeit dazu. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinem Team, bei meinen Teamkollegen, bei meinem Gym, bei meinen Sponsoren, die das alles möglich machen und uns jetzt auch durch diese schwierige Zeit manövriert haben und uns helfen, trotzdem diesen Lifestyle weiterführen zu können, obwohl alles gerade in einer bisschen ungewissen Phase ist. Und ja, das zeigt mal wieder, dass man nur gemeinsam stark ist und zusammenhalten sollte und zusammen kann man alles erreichen. Ich danke dir für deinen Besuch. Gerne doch und wir freuen uns auf die nächsten Kämpfe mit dir. Vielen Dank, Stefan. Fight24.tv, home of true warriors.